Die Sixtinische Madonna des italienischen Malers Raphael. Seine Darstellung der Gottesmutter entstand 1512. Ein Detail des Bildes ist aber weitaus bekannter als das gesamte Gemälde. Die Sixtinische Madonna von Raphael ist eine wunderschöne Jungfrauengestalt mit einer sehr starken Ernsthaftigkeit, einem unglaublichen Charisma. Viel stärker jedoch in unserem kollektiven Gedächtnis sind die beiden Engel zu ihren Füßen verankert, die eine ganz eigene Karriere gemacht haben. Von dem kompletten Madonnenbild gibt es nur wenige Interpretationen. Etwa diese des deutschen Künstlers Kurt Schwitters aus dem Jahr 1921. Die Rezeption der Engel dagegen begann bereits Mitte des 19. Jahrhunderts und ist bis heute ungebremst. Manchmal auch nur angedeutet, wie auf diesem CD-Cover der deutschen Popband Rosenstolz. Der Kultstatus der Engel liegt sicherlich darin, dass sie sehr früh entnommen wurden aus dem Gesamtbild. Und das Bedürfnis, diese beiden Engel als Sinnbild von Niedlichkeit zu reproduzieren, sehr, sehr stark gewesen ist. Die sächsische Landeshauptstadt Dresden. In der Gemäldegalerie Alte Meister, direkt im ersten Raum im Erdgeschoss, die Sixtinische Madonna. Eine halbe Million Besucher kommen jedes Jahr, um das berühmte Raphael-Gemälde zu sehen. Das Besondere an diesem Bild ist, dass wir sehen, dass Raphael offenkundig unzufrieden war mit der überlieferten Bildgeschichte. Die Madonna thront, die Heiligen stehen ringsrum. Er wollte eine neue Bildsprache, eine visuell überzeugendere Bildsprache für dieses alte Motiv finden. Und er macht aus diesem alten Motiv eine Vision. Er lässt im Grunde für jeden Betrachter, der vor dieses Bild tritt, die geistige Welt in Erscheinung treten. Das ist höchst innovativ, das ist höchst visuell überzeugend und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum dieses Bild heute so ein gewisser Mythos ist, so bekannt ist. Die Heilige trägt das Jesuskind vom Himmel auf die Erde. Der grüne Vorhang, eines der wenigen irdischen Elemente. Alles andere himmlische Vision. Wie Wolken erscheinende Engel. Der heilige Sixtus. Die heilige Barbara und das wohl bekannteste Detail des Bildes, das Engelpaar. Raphael hat am unteren Bildrand zunächst nur Wolken gemalt und hat in einem späten Malstadium festgestellt, dass er dort noch etwas braucht und hat die beiden Engelchen mit raschen Pinselzügen draufgesetzt. Und im 19. Jahrhundert sind diese Engel dann in allen Kunstgattungen rezipiert worden. Die frühesten Auskoppelungen aus dem Bild sind, die mir bekannt sind, datieren vom Jahr 1806, 1807, als ein Maler aus Kassel hier auf Studienreise war und zum ersten Mal nur die beiden Engelchen kopiert hat. Schloss Wackerbarth in Radebeul, nahe Dresden. In der zweitältesten Sektkellerei Deutschlands wird der Sekt noch nach alter Tradition hergestellt. 2012, zum 500. Geburtstag der Sixtinischen Madonna, brachte das Weingut einen Jubiläumssekt heraus. Auf dem Etikett die zwei Engel des Madonnenbildes. Der Sekt mit dem Kunstmotiv kam so gut bei den Kunden an, dass er inzwischen zum Standardsortiment des Unternehmens gehört. Die Dresdner Engel haben ja eine ganz eigene Erfolgsgeschichte geschrieben, sind vor 200 Jahren in die Welt geflogen, sind Teil der Populärkultur heute gewesen. Und bei unserer Sektedition Dresdner Engel stand ganz klar die Verbindung von Kunst und Genuss in Sachsen im Vordergrund. Die Reproduktion der Engel hat sich heute verselbstständigt und ist von dem Originalbild längst abgekoppelt. Ich glaube, diesem Engelchen wohnt ja auch ein Sentiment inne, ein Gefühl,
jeder Betrachter kann im Grunde hineininterpretieren, was er möchte. Die Ausdeutung ist im Grunde vielfältig. Und das, glaube ich, hat die Rezeption gerade dieser beiden Engelchen so enorm beflügelt. Auch diese Verbindung aus lausbubenhaften Lümmeln, trotzdem interessiert sein, Kind sein immer noch, da können viele Leute mit etwas anfangen und sich darin auch wiederfinden. In vielen Bereichen der Alltagskultur, in denen es um den Wertetransport geht von Behaglichkeit, sind diese Engel unglaublich geeignet. Und von daher haben sie einen fruchtbaren Boden gefunden, um in die Herzen der Massen hineinzuwachsen.